Haribo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jayadev. Willkommen zu einer neuen Lesestunde. Ich lese aus dem Srimad Bhagavatam, dem siebten Kanto. Und wir haben hier bereits im ersten Teil des dritten Kapitels von Hiranyakashipu gehört, wie er sich große Entsagungen auferlegt hatte, um das ganze Universum zu beherrschen. Er wollte die Position Brahmas einnehmen, des Schöpfers im Universum, und Gott töten und das Universum und das Leben in ein Chaos stürzen. Und deswegen hat er große Entsagungen aufgenommen, indem er auf den Zehenspitzen stand, mit emporgestreckten Armen und den Blick gen Himmel gerichtet hat. In dieser Position ist er nach der Beschreibung, die wir im letzten Mal gelesen haben, 18.250 Jahre verharrt. Es wird gesagt, etwa 100 Jahre nach der Zeitrechnung der Halbgötter, was in irdischer Zeitrechnung etwa 18.250 Jahren entspricht. Und wir haben gehört, dass seine Entsagung, sein Körper war quasi schon zerlegt, zersetzt durch Insekten, durch Ameisen. Aber seine Seele war noch in diesem Körper. Er war unter der Erde. Er war unter einem Ameisenhügel, unter Gras und unter Bambus. War sein Körper, seine körperlichen Reste bedeckt. Aber durch seine Entschlossenheit und durch die Askese, die er sich auferlegt hat, hat er eine solche Macht entwickelt, dass er das ganze Universum bedroht hat, sodass die Wesen im Universum, die Halbgötter, sich an Brahma gewendet haben, damit Brahma dem Ganzen Einhalt gebietet. Brahma ist derjenige, der das Universum geschaffen hat unter Gottes Anweisung. Und an der Stelle lesen wir weiter, wie sich Brahma an Hiranyakashipu wendet. Vorher spreche ich noch einen vedischen Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, dem siebten Kanto, drittes Kapitel ab Vers 17. Brahma sagte: O Sohn Kashyapa Munis, bitte steh auf, bitte steh auf. Alles Glück sei mit dir. Du hast nun bei der Ausführung deiner Bußen die Vollendung erlangt und deshalb kann ich dir eine Segnung geben, was immer du dir auch wünschst. Du darfst mich jetzt darum bitten und ich werde versuchen, deinen Wunsch zu erfüllen. Erläuterung: Srila Madhvacharya zitiert aus dem Skanda Purana, in dem es heißt, Hiranyakashipu sei auch unter dem Namen Hiranyaka bekannt, weil er ein Geweihter Brahmas geworden sei, den man Hiranyagarbha nennt, und weil er sich strenger Entsagung unterzogen hatte, um Brahma zu erfreuen. Rakshasas und Dämonen verehren verschiedene Halbgötter wie Brahma und Shiva nur, um diese Halbgötter von ihren Posten zu verdrängen. Dies ist bereits in den voranstehenden Versen erklärt worden. Vers 18. Beim Anblick deiner Ausdauer war ich sehr erstaunt. Obwohl dein Körper von allen möglichen Würmern und Ameisen zerfressen und zernagt wurde, lässt du deine Lebensluft immer noch in deinen Knochen zirkulieren. Das ist zweifellos erstaunlich. Erläuterung: Offensichtlich kann die Seele sogar mit Hilfe der Knochen existieren, wie das Beispiel Hiranyakashipus zeigt. Selbst wenn der Körper eines großen Yogi begraben wird und seine Haut, sein Knochenmark, sein Blut und so weiter zerfressen werden, kann er unter der
einen Voraussetzungen, dass seine Knochen erhalten bleiben, in einem transzendentalen Zustand weiterleben. Vor kurzem gab ein Archäologe in der Öffentlichkeit bekannt, er habe Funde gemacht, die darauf hinweisen, dass Christus nach seiner Bestattung ausgegraben worden und dass er dann nach Kaschmir gegangen sei. Es ist tatsächlich schon oft vorgekommen, dass man Yogis in Trance eingrub und sie einige Stunden später gesund und munter wieder herausnahm. Ein Yogi kann in einem transzendentalen Zustand am Leben bleiben, selbst wenn er begraben wird. Und zwar nicht nur viele Tage, sondern sogar viele Jahre lang. Vers 19. Nicht einmal Heilige wie Bhrigu, die von dir geboren wurden, waren imstande, solch harte Bußen auszuführen. Und es wird auch in Zukunft niemand dazu imstande sein. Wer in den drei Welten kann 100 himmlische Jahre lang am Leben bleiben, ohne Wasser zu trinken? Erläuterung. Es scheint, dass ein Yogi mit Hilfe des Yoga-Vorganges viele, viele Jahre lang leben kann, ohne auch nur einen einzigen Tropfen Wasser zu trinken, selbst wenn sein Körper von Ameisen und Würmern zerfressen wird. Vers 20. Mein lieber Sohn Dithis, dank deiner großen Entschlossenheit und Entsagung hast du vollbracht, was selbst für große Heilige unmöglich war, und deshalb bin ich von dir besiegt worden. Erläuterung. Hinsichtlich des Wortes Jita führt Srilamattva Muni folgendes Zitat aus dem Sapta Nirnaya an. Wenn man in jemandes Gewalt gerät oder von einem anderen besiegt wird, wird man Jita genannt. Hiranyakashipus Entsagung war so asketisch und so erstaunlich, dass sogar Brahma zugab, von ihm besiegt worden zu sein. Vers 21. O Bester der Asuras, aus diesem Grund bin ich jetzt bereit, dir alle Segnungen zu erteilen, die du dir wünschst. Ich gehöre zur himmlischen Welt der Halbgötter, die nicht wie Menschen sterben. Deshalb wird deine Audienz bei mir nicht vergebens bleiben, obwohl du sterblich bist. Erläuterung. Aus diesem Vers geht hervor, dass Menschen und Asuras sterben müssen, die Halbgötter dagegen nicht. Wenn das Universum vernichtet wird, gehen die Halbgötter, die mit Brahma auf Satyaloka wohnen, in den Körper, den sie zu diesem Zeitpunkt haben, nach Vaikuntha Loka. Deshalb sagte Brahma voraus, Hiranyakashipu werde sterben müssen, obwohl er sich harte Bußen auferlegt habe. Er könne nicht unsterblich werden, beziehungsweise er könne nicht einmal den gleichen Status wie die Halbgötter erlangen. Die schweren Übungen der Buße und Entsagung, denen er sich für so viele Jahre unterzogen habe, würden ihn nicht vor dem Tod bewahren können. Das war Brahmas Prophezeiung. Vers 22, Übersetzung. Sri Narada Muni fuhr fort. Nachdem Brahma so zu Hiranyakashipu gesprochen hatte, sprengte er, der als erstes Lebewesen im Universum äußerst mächtig ist, transzendentales, unfehlbares, spirituelles Wasser aus seinem Kamandalu auf Hiranyakashipus Körper, der von Ameisen und Motten zerfressen worden war. Auf diese Weise schenkte er Hiranyakashipu neues Leben. Erläuterung. Brahma ist das erste Lebewesen, das in diesem Universum erschaffen wurde und ist vom höchsten Herrn dazu ermächtigt, zu erschaffen. Tene Brahma Ridaya Adi Kavaye, der Adi Deva oder Adi Kavi, das erste lebende Geschöpf, wurde von der höchsten Persönlichkeit Gottes persönlich durch das Herz unterwiesen. Es gab niemanden, der Brahma hätte lehren können, doch weil der Herr im Herzen Brahmas weilt, wurde Brahma vom Herrn selbst unterwiesen. Da Brahma besonders bevollmächtigt ist, ist er bei allem, was er tun will, unfehlbar. Das wird mit dem Wort Amokharatasa zum Ausdruck gebracht. Er hatte den Wunsch, Hiranyakashipus ursprünglichen Körper wiederherzustellen, und deshalb tat er dies auch sofort, indem er ihn mit transzendentalem Wasser aus seinem Wassertopf besprengte. Vers 23. So wie Hiranyakashipu mit dem Wasser aus Brahmas Wassertopf besprengt worden war, erhob er sich. Ausgestattet mit einem vollständigen Körper, dessen Gliedmaßen so kräftig waren, dass ihnen ein Blitzschlag nichts anhaben konnte.
Genau wie Feuer aus Brennholz hervorlodert, so kam Hiranyakashipu vollkommen verjüngt, voll Kraft und strahlend wie geschmolzenes Gold aus dem Ameisenhügel hervor. Erläuterung: Hiranyakashipu wurde mit neuem Leben durchdrungen, und zwar so sehr, dass nicht einmal Blitze seinem Körper etwas anhaben konnten. Er war nun ein Jüngling mit einem kraftstrotzenden Körper, der so schön strahlte wie geschmolzenes Gold. Er wurde auf diese Weise verjüngt, weil er sich harter Entsagung und Buße unterzogen hatte. Vers 24. Als Hiranyakashipu Brahma vor sich in einem Schwanenflugzeug am Himmel fliegen sah, war er in höchstem Maße entzückt. Er fiel auf der Stelle flach hin, sodass sein Kopf den Boden berührte, und begann dem Herrn Dank zu sagen. Erläuterung: Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita 9,23 bis 24: Ye pyanya devata bhakta yajante shradaha Shraddha Yavita Tepi Mam Eva Kaunteya Yajant Yavidhi Purvakam Aham Hi Sarva Yajnanam Bhukta Cha Prapur Eva Cha Natu Mam Api Jananti Tadvena Tashya Vantite. Was auch immer ein Mensch anderen Göttern opfern mag, O Sohn Kuntis, ist in Wirklichkeit für mich allein bestimmt. Doch wird es ohne rechtes Verständnis geopfert. Ich bin der einzige Genießer und das einzige Ziel von Opfern. Wer mein wahres, transzendentales Wesen nicht erkennt, kommt zu Fall. Krishna sagt damit praktisch, dass Personen, die Halbgötter verehren, nicht sehr intelligent sind, obwohl diese Verehrung indirekt ihm entgegengebracht wird. Wenn ein Mann beispielsweise Wasser auf die Blätter und Zweige eines Baumes schüttet, ohne die Wurzel zu begießen, so tut er dies, weil er nur unzureichendes Wissen hat oder weil er sich nicht an die vorgeschriebenen Prinzipien hält. Ein Baum bewässert man, indem man die Wurzeln bewässert. In ähnlicher Weise dient man den verschiedenen Körperteilen, indem man dem Magen Nahrung zuführt. Die Halbgötter sind sozusagen Beamte und Minister in der Regierung des höchsten Herrn. Man muss sich an die Gesetze halten, die von der Regierung erlassen werden, nicht an die Gesetze der Beamten oder Minister. In ähnlicher Weise soll man ausschließlich den höchsten Herrn verehren. Dadurch werden die verschiedenen Beamten und Minister des Herrn automatisch zufriedengestellt werden. Die Beamten und Minister sind Repräsentanten der Regierung und es ist nicht ungesetzlich, ihnen Bestechungsgelder anzubieten. Das wird in der Bhagavad Gita als Aviti Purvakam bezeichnet. Mit anderen Worten, Krishna missbilligt das unnötige Verehren der Halbgötter. Ich muss mich hier korrigieren für den Satz, in dem es richtig heißt, die Beamten und Minister sind Repräsentanten der Regierung und es ist ungesetzlich, ihnen Bestechungsgelder anzubieten. Das wird in der Bhagavad Gita als Aviti Purvakam bezeichnet. Mit anderen Worten, Krishna missbilligt das unnötige Verehren der Halbgötter. In der Bhagavad Gita heißt es klar, dass es viele Arten von Yajna gibt, die in den verschiedenen vedischen Schriften empfohlen werden, dass ihr eigentlicher Sinn und Zweck jedoch darin besteht, den höchsten Herrn zufriedenzustellen. Yajna bedeutet Vishnu. Im dritten Kapitel der Bhagavad Gita wird unmissverständlich erklärt, man solle nur handeln, um Yajna, Vishnu, zufriedenzustellen. Die vollendete menschliche Gesellschaftsordnung, Varnashram Dharma, ist besonders dazu bestimmt, Vishnu zufriedenzustellen. Krishna sagt deshalb: Ich bin der Genießer aller Opfer, denn ich bin der höchste Herr. Nichtsdestoweniger verehren weniger intelligente Menschen, die sich dieser Tatsache nicht bewusst sind, Halbgötter um eines zeitweiligen Nutzens willen. Aus diesem Grund sinken sie ins materielle Dasein und erreichen das erwünschte Lebensziel nicht. Wenn jemand jedoch irgendeinen materiellen Wunsch hat, den er erfüllt haben möchte, sollte er lieber den höchsten Herrn darum bitten, obwohl das keine reine Hingabe ist. Und er wird so das gewünschte Ergebnis erhalten.
Obwohl Hiranyakashipu Brahma Ehrerbietungen erwies, war er ein erbitterter Gegner Sri Vishnus. Das ist das Kennzeichen eines Asura. Asuras verehren die Halbgötter als vom Herrn getrennte Wesenheiten und sie wissen nicht, dass all die Halbgötter mächtig sind, weil sie Diener des höchsten Herrn sind. Wenn der höchste Herr den Halbgöttern ihre Kräfte entziehen würde, könnten sie ihren Verehrern keine Segnung mehr erteilen. Der Unterschied zwischen einem Gottgeweihten und einem Nicht-Gottgeweihten, einem Asura, besteht darin, dass ein Gottgeweihter weiß, dass Sri Vishnu die höchste Persönlichkeit Gottes ist und dass jedermann seine Macht von ihm erhält. Ein Gottgeweihter verehrt nicht die Halbgötter, um mit besonderen Kräften ausgestattet zu werden, sondern verehrt Sri Vishnu, denn er weiß, dass er eine besondere Fähigkeit auch erhalten kann, wenn dies sein Wunsch ist, während er als Geweihter Sri Vishnus handelt. Deshalb finden wir in der Shastra Srimad Bhagavatam 2.3.10 die Empfehlung Akamasa Vakamova Mokshakama Udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Es spielt keine Rolle, ob ein Mensch voller materieller Wünsche ist, ob er keine materiellen Wünsche hat oder ob er sich Befreiung wünscht. Wenn er intelligent ist, muss er in jedem Fall das höchste Ganze, die Persönlichkeit Gottes, verehren. Selbst wenn ein Mensch materielle Wünsche hat, sollte er, statt die Halbgötter zu verehren, zum höchsten Herrn beten, damit er seine Beziehung zum höchsten Herrn herstellen kann und so davor bewahrt wird, ein Dämon oder Nicht-Gottgeweihter zu werden. Srila Madhvacharya zitiert dazu aus dem Brahmataka. Ekastanaika kayatvat Vishnu pradanyatastata jivasyatat adhinatvan na binati kritam vacha. Da Vishnu der Höchste ist, kann man sich dadurch, dass man Vishnu verehrt, alle Wünsche erfüllen. Es ist gar nicht nötig, seine Aufmerksamkeit irgendeinem Halbgott zuzuwenden. Vers 25. Als sich der Anführer der Daityas hierauf vom Boden erhob und Brahma vor sich sah, wurde er von Jubel übermannt. Es traten ihm Tränen in die Augen, sein ganzer Körper zitterte und er begann mit gefalteten Händen und stockender Stimme demütig zu beten, um Brahma zu erfreuen. Vers 26 und 27. Ich bringe dem höchsten Herrn in diesem Universum meine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Am Ende jeden Tages seines Lebens wird das Universum durch den Einfluss der Zeit gänzlich in undurchdringliche Dunkelheit gehüllt und dann, an seinem nächsten Tag, manifestiert dieser aus sich selbst leuchtende Herr mit Hilfe seiner eigenen Ausstrahlung die kosmische Manifestation und erhält und zerstört sie durch die materielle Energie, die in drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur eingekleidet ist. Er, Brahma, ist die Zufluchtsstätte dieser Erscheinungsweisen der Natur, Sattvaguna, Rajoguna und Tamoguna. Erläuterung. Die Worte Abhivyanak Jagat Idam beziehen sich auf den, der die kosmische Manifestation erschafft. Der ursprüngliche Schöpfer ist die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, Jamat Yasyayata. Brahma ist der untergeordnete Schöpfer. Wenn Brahma von Sri Krishna dazu ermächtigt wird, die Welt der Erscheinungen als Baumeister zu erschaffen, wird er zum mächtigsten und wichtigsten Element im Universum. Die materielle Energie wird in ihrer Gesamtheit von Krishna erschaffen und später verwendet Brahma alles, was als notwendiges Bestandteil erschaffen wurde, um das gesamte phänomenale Universum zu erbauen. Nach jedem Tag Brahmas wird alles bis hinauf nach Svargaloka von Wasser überflutet und am nächsten Morgen, wenn im Universum Dunkelheit herrscht, lässt Brahma die phänomenale Manifestation wieder erscheinen. Aus diesem Grund wird er hier als derjenige bezeichnet, der das Universum manifestiert. Trin Gunan Vrinoti
Brahma macht von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur Gebrauch. Prakriti, die materielle Natur, wird hier als Trivrita bezeichnet, als die Quelle der drei materiellen Erscheinungsweisen. Srila Madhvacharya kommentiert dazu, Trivrita bedeutet Prakritya. Sri Krishna ist der ursprüngliche Schöpfer und Brahma ist der ursprüngliche Baumeister. Vers 28. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen der ersten Persönlichkeit im Universum, Brahma, der voller Wissen ist und der seinen Verstand und seine angewandte Intelligenz dazu verwenden kann, die kosmische Manifestation zu erschaffen. Seinem Wirken ist es zu verdanken, dass alles im Universum sichtbar ist. Deshalb ist er die Ursache aller Manifestationen. Erläuterung. Das Vedanta Sutra beginnt mit der Aussage, dass die absolute Person der Ursprung alles Geschaffenen ist. Janmadyasyayata. Man mag sich nun fragen, ob Brahma die höchste absolute Person ist. Nein, die höchste absolute Person ist Krishna. Brahma bekommt von Krishna Verstand, Intelligenz, Materialien und alles andere und dann wird er der untergeordnete Schöpfer, der Ingenieur des Universums. In diesem Zusammenhang können wir erwähnen, dass die Schöpfung nicht ein zufälliger, durch die Explosion eines Klumpens ausgelöster Prozess ist. Absurde Theorien dieser Art werden von denen, die die Veden studieren, nicht akzeptiert. Das erste Geschöpf ist Brahma, der vom Herrn mit vollkommenem Wissen und vollkommener Intelligenz ausgestattet wird. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Tene Brahma Rida Ya Adi Kavaye. Obwohl Brahma das erste erschaffene Lebewesen ist, ist er nicht unabhängig, denn die höchste Persönlichkeit Gottes hilft ihm durch das Herz. Zur Zeit der Schöpfung gibt es niemanden außer Brahma und deshalb empfängt er seine Intelligenz direkt vom Herrn durch das Herz. Das wurde bereits zu Beginn des Srimad Bhagavatam erklärt. Brahma wird in diesem Vers als die erste Ursache der kosmischen Manifestation bezeichnet und diese Aussage trifft auf seine Position in der materiellen Welt zu. Es gibt viele, viele Lebewesen, die wie er die Aufsicht über ein Universum führen und die alle vom höchsten Herrn Vishnu erschaffen werden. Diese Tatsache wird durch eine im Chaitanya Charitamrita beschriebene Begebenheit sehr anschaulich. Als der Brahma unseres Universums von Krishna nach Dwaraka eingeladen wurde, dachte er, er sei der einzige Brahma. Deshalb war er erstaunt, als Krishna durch seinen Diener fragen ließ, welcher Brahma vor der Türe stehe und vorgelassen werden wolle. Er antwortete, der Brahma, der vor der Tür warte, sei natürlich Brahma, der Vater der vier Kumaras. Später wollte Brahma von Krishna wissen, warum er gefragt habe, welcher Brahma gekommen sei. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, es gebe Millionen von anderen Brahmas, weil es Millionen von Universen gebe. Hierauf rief Krishna sämtliche Brahmas herbei, die sofort zur Stelle waren. Angesichts so vieler Brahmas mit so vielen Köpfen hielt sich der Chaturmukha Brahma, der vierköpfige Brahma unseres Universums, für ein höchst unbedeutendes Geschöpf. Es gibt also zwar in jedem Universum einen Brahma, der dieses jeweils konstruiert, doch Krishna ist der Ursprung von ihnen allen. Vers 29. O Herr, da du der Ursprung des Lebens in der materiellen Welt bist, bist du der Herr und Meister der Lebewesen, sowohl derer, die sich bewegen, als auch derer, die an einer Stelle stehen, und du inspirierst ihr Bewusstsein. Du hältst den Verstand und die handelnden und die wissenserwerbenden Sinne in Stand, und deshalb bist du der uneingeschränkte Herrscher über alle materiellen Elemente und über ihre Eigenschaften, und du gebietest über alle Wünsche. In diesem Vers wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Leben der Ursprung aller Dinge ist. Brahma wurde vom höchsten Leben von Krishna unterwiesen.
Krishna ist das höchste Lebewesen. Nityo, Nityanam, Chetanas, Chetananam. Und Brahma ist ebenfalls ein Lebewesen. Doch Krishna ist der Ursprung von Brahma. Aus diesem Grund sagt Krishna in der Bhagavad Gita 7,7: Mata parataram nanyat kinchit asti dananjaya. O Arjuna, es gibt keine Wahrheit über mir. Krishna ist der Ursprung Brahmas, der seinerseits der Ursprung des Universums ist. Brahma ist ein Repräsentant Krishnas und deshalb sind alle Eigenschaften und Tätigkeiten Krishnas auch in Brahma zu finden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer, ich glaube, ich mache hier nochmal eine Unterbrechung. Das Kapitel hat noch ein paar Verse und ansonsten würde diese Lesestunde wahrscheinlich etwas lang werden. Wir hören hier von Hiranyakashipu, der sehr erfreut ist, dass Brahma vor ihm erscheint. Und Hiranyakashipu spricht Brahma als das höchste Wesen an. Srila Prabhupada wiederum macht in seinen Erläuterungen ganz deutlich, dass Brahma das höchste Wesen in diesem Universum ist. Brahma ist der Baumeister, ist der Ingenieur, ist der Schöpfer in diesem Universum. Brahma hat den Auftrag, dieses Universum zu schaffen und alles Leben in diesem Universum. Der Punkt, dass sich Krishna und Brahma unterscheiden, ist besonders in diesem Kapitel bedeutend. Denn Hiranyakashipu versucht auf diesem Wege gerade unsterblich zu werden. Hiranyakashipu möchte ewiges Leben. Mit seinem Wunsch auf ein ewiges Leben wendet er sich aber an Brahma. Und auch wenn wir in einer Formulierung gehört haben in diesem Kapitel, dass die Halbgötter nicht sterben wie andere Menschen, das mag sein, dass sie nicht sterben wie andere Menschen, aber dass das Leben, die Existenz der Halbgötter ist genauso endlich wie das Leben als Mensch auf unserem Planeten. Und deswegen kann Brahma Hiranyakashipu kein ewiges Leben schenken, weil Brahma kein ewiges Leben hat. Der Einzige, der ewiges Leben hat, ist Vishnu oder Krishna, der wiederum der Herr von Brahma ist, der Auftraggeber von Brahma ist und der Brahma seine Fähigkeiten, seine Intelligenz und alles Notwendige gegeben hat, um die Schöpfung in diesem Universum auszuführen. Ja, wir haben hier die schöne Geschichte gehört, dass Brahma von Krishna gezeigt wurde, dass es einen Brahma in jedem Universum gibt. Und es gibt unzählige Universen wie unseres. So dass selbst Brahma verstanden hat, dass obwohl er das höchste Wesen im Universum ist und für unser Verständnis und für unser Empfinden eine unbegrenzt lange Zeit lebt, kann er verstehen, dass er doch ein kleines, von Krishna beauftragtes Wesen ist und als solches ist er endlich. Da hören wir noch mehr von. Wir sind jetzt, nachdem Hiranyakashipu für über 18.000 irdische Jahre Entsagung auf sich genommen hat, an dem Punkt, dass er sich erst in einer ehrfürchtigen und betenden Haltung an Brahma wendet. Und das wird dann im Laufe des Kapitels, im Laufe des dritten Kapitels weitergeführt, welche Ansprüche er an Brahma stellt. Denn Brahma hat ihm gesagt, okay, du hast unglaubliche Askese ausgeübt, hast mich damit quasi besiegt, weil niemand kann eine solche Entsagung ausüben, dass er selbst in den,
in seinen Gebeinen weiterlebt, obwohl der Körper aus Fleisch und Blut schon völlig zerstört ist. Rama hat sich geschlagen gegeben, hat gesagt, ich gewähre dir eine Segnung. Und über diese Segnung und den Wunsch Hiranyakashipus hören wir im weiteren Verlauf des dritten Kapitels. Es wird noch einen Teil geben, den ich in den nächsten Tagen hoffentlich hochladen werde. Und dann, ja, dann hören wir weiter von Hiranyakashipu, dem König der Dämonen, auf seinem Weg, wie er versucht, Gott zu töten. Ich danke euch fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bald. Hare Krishna.